Wo sind wir anderen denn gerade? Ja, ihr anderen seid irgendwo anders. Ihr könnt euch jetzt gerne mit Romilly unterhalten. Wartenberg ist wohl irgendwie mit Fiona runtergegangen. Wo Wartenberg jetzt ist, wisst ihr nicht. Fiona wollte sich um ihn kümmern. Gut, Fiona will ja Mannschaft holen, also wird darauf mal gewartet. Ja, ich gehe mal zu Romilly. Werte Dame. Kapitän? Ihr gehört also zu unserer Zu den kleinen Gästen. Mannschaft. Ja, Gäste. Hoffe, ihr habt kein Problem damit. Ihr findet doch sicherlich auch eine Aufgabe, wie ich mich ein wenig nützlich machen kann. Nun, da ihr als Beobachter hier seid, habe ich nicht vor, euch in irgendetwas einzuspannen. Wenn ihr euch allerdings nützlich machen wollt, ich sehe, ihr kennt euch mit diesem Vogel aus. Natürlich. Wenn ihr gleichzeitig noch scharfe Augen habt, könnt ihr euch sicherlich im Ausguck ein wenig zurechtfinden. Gerne doch. Was genau verschlägt euch eigentlich auf die blutige See? Ein Falknerin auf dem Meer? Nun, ich habe gehört, dass Maras kann sehr viele interessante Tiere zu finden sein sollen. Gefährlich, aber interessant. Lasst das. Glaubt Und mir. da ich ohnehin einen guten Grund hatte, die Heimat zu verlassen, Romilly verdreht vielsagend die Augen. Hielt ich es für eine gute Idee, in diese Richtung aufzubrechen? Einen guten Grund. Gute Gründe haben wir wohl alle. Und glaubt mir, nach Maraskan wollt ihr nicht. Vor allem nicht mit einem kleinen Tier an der Hand. Vor allem nicht um diese Jahreszeit. So, erzählt mir doch etwas über diese Insel. Warum das denn keine so gute Idee war? Man glaubt, es wären die Niederhöllen selbst. Alles ist rot und heiß und schwül. Oh. Und die Tiere, es sind Käfer und Insekten und Schlangen. Spinnentiere mit 8 Beinen, so groß. Und alles ist giftig. Man darf nichts anfassen und erst recht nirgendwo reinbeißen. Und nachts, jede Nacht zum Schlafen, muss man auf einen Baum klettern, damit man nicht aufwacht und von 1000 kleinen Käfern gefressen wird. Klingt nach einer Ja. Herausforderung. Und von den Paktierern habe ich noch gar nicht gesprochen. In Ordnung, das könnte wahrlich unschön enden. Erzähl das Ragnar mal, der hat dann noch die ein oder andere Heldengeschichte auf Lager. Wo ist der eigentlich gerade? Egal. Nun, ich lasse euch dann mal zu eurer Einrichtung. Ich werde jemanden nach euch und dem guten Leutnant schicken, sobald wir Kabinen freigemacht haben. Vielen Dank. Dann gehe ich mal meinen Geweihten suchen. Ja, den findest du oben. Ich weiß nicht, Frosty, willst du erst Fiona machen, oder? Fiona liegt ohnmächtig da irgendwo rum. Ich vermute, Romilly wird dann durch das Schiff stromern, oder willst du dich oben hier auf dem Offiziersdeck umsehen? Wie hättest du es gern? Hey, Offiziersdeck darf ich ja noch nicht. Und noch Also, brennt die Neugier beziehungsweise nicht wie Feuer. hier unten auf diesem Zentraldeck, da könntest du einfach mal in die Türen reingucken. Das ist nicht verboten. Die haben dir gesagt, dass du die Treppe hier nicht nach oben gehen darfst. Das wäre dann wohl verboten. So wie ich das verstanden habe, sei denn. Ich glaube, ich hatte auch Offiziersräumlichkeiten gesagt, Okay. dass die auch noch nicht in Gut, Ordnung sind. dann bleibt ja quasi nur die Treppe runter. Oh, gibt ja sicherlich noch die ein oder andere Türe, die man noch nicht inspiziert hat. Ja, gut, dann stehst du wieder in dem Treppenhaus, kannst du nach unten gehen, weil nach oben darfst du nicht. Und dann siehst du, wie hier wohl gerade ein Chorgeweihter vor einer sehr großen Tür steht. Aus Bronze, Silber, Gold, beschlagen mit Zeichen, magischen Symbolen, wieder dämonisch, also wieder Zayat-Runen, die kannst du vielleicht erkennen als Zayat, aber du kannst sie nicht lesen. Und vor ihm liegt der blutende, ohnmächtige Wartenberg. Geh mal zu ihm, ja, schüttel ihn an die Schulter. Euer Gnaden, wacht auf! Er ist ohnmächtig. Er war zu schwach. Er hat mich angegriffen. Bitte was? Seine Äxte bluten auch, die er in der Hand hat. Guck dich an. Er wollte in diesen Raum rein. Wir sollten ihn nach oben bringen zum Kapitän? Dass es noch Ärger gibt. Dann schleif ihn halt nach oben.
Ich stehe vor dieser Tür Wache. Niemand kann passieren. Wenn ich diese seltsamen Zeichen sehe, dürfte das wohl auch gesünder sein. Wenn du dich Wartenberg bzw. der Tür und bis Frau Bull Blutschluck näherst, spürst du ein ziehendes, flaues Gefühl in deiner Magengrube, in deiner Wirbelsäule. Dein ganzer Körper durchläuft eine Gänsehaut. Du spürst, dass dahinter wohl böse ist. Ja, besser da geht man nicht rein, eindeutig. Ja, du versuchst dir Wartenberg über die Schulter zu werfen. Nö, unter den Nö. Arm greifen und dann Ja. rückwärts Treppe hochschleifen. Okay. Tock, 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 tock. Du hast den Kopf noch irgendwie genommen, sodass das nur die Beine sind, die dagegen tocken. Genau. Würfel mal eine Körperbeherrschung und eine Athletikprobe. Dann mal die Ulklein zu. Misslungen, misslungen. Ja, du kommst so die erste paar Treppenstufen, 3, 4, 5, 6 nach oben und hast ein halbes Stockwerk geschafft. Ach, ist so schwer, kannst nicht mehr. Ehrlich, der ist ja auch einfach eine Nummer zu groß für eine schwache Frau. Ja, natürlich. Man wollte ja helfen, aber nun ja. Romy legt ihn dann vorsichtig ab, in der Hoffnung, seinen Kopf nicht noch zu beschädigen. Und geht dann schnaufend an Deck, in der Hoffnung, ein, zwei kräftige Herrschaften zu finden. Eventuell sogar den hiesigen Diener Effert, wenn man Glück hat. Ja, also du gehst die Treppe wieder nach oben, lässt ihn da erstmal so halb liegen, weil der Chorgeweihte hilft dir auch nicht. Wer schwach ist, der wird halt aussortiert. Und du kannst von oben dann Stimmen hören. Da unterhält sich wohl jemand. Also die Treppe hoch. Und das ist wohl auch die Stimme vom Kapitän. Warte, sie hört erst über 2,5 Stockwerke. Ja, also je nachdem, also sie versteht nicht genau, was da gesprochen wird, aber da muss wohl die Stimme vom Kapitän her. Wahrscheinlich Also Hals in diesem ganz Treppenhaus. leise. Ja, Ja, dann. genauso. Es ist ja so semi-offen, gibt da keine richtigen Türen. Und, da müsste er wohl sein. Ja, dann ist jetzt nicht auch nicht unbedingt die leiseste Person. Hast du Neugier? Doch niemals. Deswegen lausche Nie, ich auch dezent. niemals. Möchtest du nur lauschen oder möchtest du auch nach oben? Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe, erschwert um Neugier. Du hast immer noch einen schwer verletzten Bruder dran. Eigentlich kann ich mir die Probe sparen. Obelines ist immer drin. Richtig, kennt Kasim auch schon. Nur so. Wow. Gesundheit. Ja, dann setzt du dich erstmal auf die Treppe hin und versuchst so ein bisschen zu horchen. Ab und zu mal Pöchi nochmal eine halbe Treppenstufe nach oben rutschen. Was wird denn da oben besprochen? Euer Gnaden. Ja, dann. Nun, ich muss euch noch einmal hier rumstören, auch wenn es mir nicht unbedingt behagt. Zum einen, mir fiel auf, ich habe zum einen keine Schlafstadt und ich weiß auch nicht, wo wir Freier haben, um unsere Gäste unterzubringen. Ihr könnt dort sicherlich etwas arrangieren. Ja, es wird vermutlich einige Stunden dauern, aber ich kann bequemere Schlafzimmer für unsere Offiziere wachsen lassen. Und unten kann ich noch weitere Schlafstätten mit Bänken zeugen. Das ist gut. Zum anderen, wo wir doch von unseren Gästen sprechen, ihr könnt immer wissen, wo jemand auf dem Schiff ist, nicht wahr? Die Steuerfrauen können es mir mitteilen, oder? Ich konzentriere mich, das dauert immer einen Moment. Habt ihr Myria schon wieder verloren? Oder hast du Nein, Myria schon? nein. Glücklicherweise nicht. Soweit ich weiß, schläft sie in meinem Quartier. Naja, nicht meinem, aber dem Quartier, in dem ich auch schlief, ihren Schlaf aus. Nein, aber haltet doch ab und an ein Auge auf unsere Mitreisenden, damit sie ihre Nasen dann so reinstecken, wo sie nicht hingehören. Zum Gut, Beispiel hier ich oben. werde einmal schauen, wo sie sich zurzeit befinden. Haben wir neben Romilly
Der Schreiberling, er ist auch mit dabei. Wie war sein Name? Alexei. Alexei, er ist noch an Bord. Wir haben ebenfalls noch den greisen Gelehrten im Keller, wenn ihr die Moskitos nicht gefressen haben. Ich werde einmal nach ihm schauen. Moment. Klaus konzentriert sich auf die drei genannten. Er spricht etwas leiser. Die Frau mit dem Falken befindet sich auf der Treppe direkt unter uns. Und wie kann das der Ah, Wartenberg bei ihr? Wartenberg ist halb tot, den spürst du kaum. Also Tote spürst du gar nicht und Halbtote oder so, die sind nur ein kleines Flackern. Also den wirst du wohl gerade nicht sehen, weil du noch nicht so sehr mit dem Schiff verschmolzen bist. Also Wartenberg ist gerade unsichtbar für dich. Sie ist direkt unter uns, anderthalb Etagen. Sie scheint sich nicht zu bewegen. Wenn ich jetzt hinuntergehe und sie in irgendeinen komischen magischen Kelch starrt, den einer hat herumliegen lassen, rollen Köpfe. Nun, den einen Kelch, von dem wir wissen, haben wir bereits über Bord geworfen. Der Leutnant zur See befindet sich an Deck. Und der Gelehrte, er wandelt im Unterdeck. Ganz alleine, wie es scheint. Nun, hab Dank. Und seht vielleicht zu, dass niemand verloren geht auf der Reise. Wir wollen ja keine Zwischenfälle in Festung provozieren. Und dann sehe ich zu, dass ich an den spottenden Steuerfrauen vorbei aus dem Raum komme. Ja, Homie, die herkommt. Was tust du? Ja, ich erheb mich. Ach, gut, dass ihr kommt, Herr Kapitän. Falknerin. Ja, euer. Einer unserer Gäste hatte eine Auseinandersetzung mit dem Chorgeweihten. Wollte ihn nach oben bringen, aber. Oh. Bei allem Respekt, aber. Übersteigt dann doch meine Kräfte ein wenig. Sag mir, wo er ist. Ein paar Treppen tiefer. Ja, dann geht Und ich er in fürchte, er wird ein Medikus oder dergleichen brauchen. Ja, dann drückt sich an ihm vorbei, poltert die Treppe runter. Blutschluck! Jalan! Kommt dann irgendwann noch an. Was soll das denn? Warum ist der Mann halb tot? Er gehört nicht zu meiner Mannschaft. Er stand nicht auf diesem Oberdeck. Er ist nicht von euch Er steht nicht unter eurem Schutz. Und deswegen schlagt ihr ihn einfach halb tot? Er wollte in diesen Raum hinein, verdammt! Stellt ihr euch doch davor! Das wird Konsequenzen haben, Blutschluck. Für euch! Für uns beide. Für euch! Und wenn er mir noch einmal quer kommt, er deutet auf Wartenberg, dann auch für ihn. Eines Tages werfe ich ihn über Bord. Das habe ich gehört. Die Sinne eines Chorgeweihten sind geschärft. Immer. Romilly, packt mal an, der Mann muss hier weg. Das habe ich schon versucht. Ihr. Ja, Natürlich. hilft mir hier mal. Ihr links, ich rechts. Die nächste Katastrophe. Du gehst durch die nächste Tür. Fiona liegt bewusstlos auf dem Zentraldeck, beziehungsweise hier irgendwo mitten im Flur rum und kurz davor der Schlächter von Tisa. Ja, Moment. Erstmal gucke ich Blutstoff nach dem Rausgehen giftig an. Ja, das interessiert ihn nicht. Komm in den nächsten Raum. Ich lasse warten, wer jemand zu Boden fallen. Richte mich nochmal auf. Verschränke die Arme, guck in aller Seelenruhe, versuche die Zornesader auf meiner Stirn zu ignorieren, den Schlächter von Fiesal an. Habt ihr was zu sagen? Wir sind alle ohnmächtig. Wir sind alle ohnmächtig, okay. Alle ohnmächtig. Kapitän, alles in Ordnung? Nein. Romli quetscht sich mal so an deiner Seite vorbei. Wirft auch einen Blick hinein. Ja, da ist eine Tür, die es vorher noch nicht gab. Oder ein ziemlich großer Gang. Du kannst dahinter auch ein paar ranzige Betten erkennen. Einige auch mit Schimmel behaftet und verkrustet mit irgendwelchen weißen Flecken. Einige braune Flecken daneben. Überall ist Chaos. Die Tischdecke ist heruntergerissen und tropft mit Unwasser. Was auch immer hier passiert ist, aber naja.
Also Fiona ist unverletzt, nenne ich das jetzt einfach mal in Anführungsstrichen. Natürlich ist sie krass kaputtgeschlagen. Ich glaube, wie viele Lebenspunkte hast du? 6 oder so? Zumindest ist sie, sie blutet gerade nicht aktiv oder so. Sie ist einfach nur in Ohnmacht gefallen. Gut. Erste Handlung des Tages. Fiona kriegt einen sanften Tritt. Am besten irgendwo dahin, wo Kettenhemd ist. Zweite Handlung des Tages. An die Tür im Süden hämmern. Magister! Ja, nach ein paar Augenblicken kommt Myri an die Tür. Ja, was ist denn jetzt? Darf ich nicht mal 6 Stunden schlafen? Eine ganz normale Regeneration. Ich weiß, es ist hier gerade schwer. Und wir sind alle müde und wir sind alle aggressiv. Aber nicht einmal 6 Stunden habt ihr für mich? Nein, Schnauze zu! Seht zu, dass Fiona wach wird. Dann geht's weiter. Sollte sie sich aufregen, können wir hinterher drüber sprechen. Faruk! Mannschaft! Was ist das hier? Draußen liegen 10 Mann tot im Boden. Fast tot auf dem Boden. Und hier sitzt sie und spielt Karten. Ja, Faruk kümmert sich gerade um Örn. Örn ist doch runtergefallen und auch Polter ist auch gerade irgendwie dabei, ihn zu verarzen. Guckt halt mehr zu mit offenem Mund und gibt sich noch ein bisschen Alkohol rein, aber Örn ist halb kaputt und Faruk kümmert sich um ihn also. Ah, Vereine, hilf, ich will nicht mehr! Lubdir? Lubdir kommt auf den Tisch zugelaufen. Lubdir, hol mal Ragnar herbei, der soll sich nützlich machen. Und was kochen oder so. Lubdir? Lubdir ja, kann helfen. Ja, geh! Hoppelt wieder weg. Ah! Ich gehe zu Fiona zurück. Ist sie mittlerweile wach? Ja. Die regt sich gerade langsam, hält sich den Kopf. Oh, was wäre... Wie schwer tot? Angenehme Nachtruhe gehabt. Von wegen. Ich rappel mich mal auf. Siehst auch, dass ich natürlich links und rechts die Echse, wie vorhin beschrieben, in den Händen hatte. Also kampfbereit anscheinend da gestanden habe, bevor ich umgefallen bin. Oh, verdammt. Ja, ich guck direkt mal vor mich, in den Raum, wo ich eigentlich hin wollte. Absolutes Chaos. Die Niederhöllen selbst. Männliche Niederhöllen. Verdammt. Boah, ist ja widerlich. Auf Rappeln sind denn da noch irgendwelche, oder sind die alle geflüchtet inzwischen? Wenn du reinguckst, so halb in den Türrahmen hineinlehnen, weil ganz rein geht nicht, so eine grüne Wolke, die in der Luft liegt. Du kannst einen erschlagen und tot sehen, was auch immer das für ein Typ ist, und die anderen liegen da in Unrat, entweder in ihren Betten oder am Tisch sitzen, alle ohnmächtig oder so, schlafen, keine Ahnung. Ich glaube, verdammt, muss man irgendwie hier Luft reinbekommen. Verdammt, wo ist überhaupt dieser Typ, nach dem ich gucken sollte? Vati oder so? Der liegt da hinten, ziemlich mitgenommen. Richtig. Der gute Wartenberg blutet gerade auf dem Boden aus. Könnt ihr da wohl nachsehen? Was ist mit ihm passiert? Gorge weiter, Tür, frag nicht weiter. Das macht lass mich mal gucken nach ihm. Ich geh mal hin und knie mich zu ihm runter. Und würde mal einen Heilkunde Wunden würfeln. Wie viel erschwert? 3 Wunden. Irgendwo in seiner Schulter. Okay. Ihm geht's nicht gut. Ja, der sieht nicht gut aus. Wow. Das sehe ich. Nicht ein Chippy oder so? Um die 20 neu zu werfen? Ich kann ja die Behandlung trotzdem machen, die ist dann halt nur erschwert um 4, weil ich die 4 verkackt habe. Und die Wunden, richtig. Und die Wunden, also um 10. Ich versuch's mal. Boah, hab ich ein Glück. Guck mal. Die Modifikation ist schon drin, ne? Ja. Boah, ich dachte mir eben, ja, alles klar, dann hat Wartenberg jetzt einen verkrüppelten Arm. Nee, geil, passt. Ich hab's geschafft. Alles okay, ja, gut. Yeah, sehr gut. So, er wird nicht sterben, verbindest du ihm das ordentlich so? Holst du noch irgendwie ein paar Verbände aus
da wo Myria sich wieder hingelegt hat, aus dem Raum von Iribalgos Kabine. Und ja, so nach 10 Minuten hat das alles wieder Hand und Fuß. Warum hat die sich wieder hingelegt? Weil die müde ist. Knapp heutzutage. Die hat 24 Stunden nicht geschlafen, beziehungsweise noch länger. Meiner Zeit hätte es das nicht gegeben. Die Kapitänin darf das. Als ich noch Knappe war, da sind wir morgens vor dem Sonnenaufgang aus dem Bett geprügelt worden. Dann sind wir 3 Tage auf Orkjagd geritten, ohne zu schlafen oder zu essen. Trägst du das gerade Fiona vor, während sie den Typen verarztet? Ja, eher sich selbst, aber du kannst es vermutlich hören. Steht im Gang, pocht mit seinem Fuß auf und... zieht euch. Früher war alles besser. Und so alt bin ich noch nicht mal. Gut. Vielleicht könntet ihr trotzdem dafür sorgen, dass wir Leute finden, die freiwillig rüber wollen auf das andere Schiff. Das wollte ich nämlich eigentlich gerade tun, aber jetzt muss ich ja jemand erstmal zusammenflicken. Ja, also so kannst du ihn nicht auf ein Schiff schicken. Der muss erstmal hier ins Bett gelegt werden, irgendwie zu Felix oder so. Da ist noch ein Platz du musst doch bitte klären, Jalan, dass wir ihn nicht mitschicken können. Er ist momentan nicht transportfähig und ich glaube, es ist auch nicht so ratsam für die friedlichen Verhandlungen, wenn wir einen Schwerverletzten, der vorher total heil war, zu ihm zurückschicken. Ich denke auch, wie sieht's mit denen da drinnen aus? Er ruckt mit dem Kopf zu den Mannschaftsquartieren, dass er jetzt garantiert nicht reingehen wird. Wachen da ist einer tot, ein paar sitzen rum, irgendwie alle ohnmächtig. Wachen also nicht auf, gut. Ich gebe auch zu bedenken, was machen wir mit dem Chorgeweihten, wenn der hier rumrennt und einfach wahllos Leute niederdrischt, dann muss ich ihn fertig machen. Oder wollt ihr das selber überleben? Ja, also ich hab gesagt, nächstes Mal, wenn ich ihn treffe, dann geht's. Alle unter 10 LDP. Der Chorgeweihte ist auch nicht besser dran. Den haben wir letztes Mal Geweihten doch mit. Nein, der Geweihte wird den Fest um den Ronra-Tempel übergeben. Jetzt erst recht. Die sollen sich angucken, was mit dem nicht stimmt. Ich werde signalisieren lassen, dass wir derzeit niemanden abgeben können und dann legen wir ab. Teufel mit Festum und dem Hohenarche und dem ganzen Scheiß. 10 Minuten später entfernt sich 2 Boote, die sind dann natürlich bemannt mit allen außer Wartenberg. Ja gut, und Robili, aber das war ja sowieso schon klar. Und der Leutnant und auch hier. Genau, also und der Gelehrte ist auch noch irgendwo, der hat sich jetzt gerade 3 Fiolen mit den Wurmrad-Moskitos gefüllt und stellt sich jetzt zu den Homeriern und untersucht die Homerier. Wenn er einen aufweckt, übernehme ich keine Garantien für gar nichts. Haben wir vorher schon gesagt. Erfadaus wird die Verlassen der Gäste beobachten. Und sobald sie dann das Schiff verlassen haben, ja, wieder den ruhigen Schritt der Arche aufnehmen lassen. Ja, beziehungsweise, ich sag mal, ihr gebt euch nochmal eine halbe Stunde, dann ist das Beiboot auch komplett drüben. Dann können die anfangen abzulegen und aktuell starrst du ja immer noch in die Breitseite der 4 Schiffe. Weil wenn du jetzt anfängst rumzuzucken, ist das glaube ich nicht so ratsam. Also du lässt dem Ganzen noch eine halbe Stunde. Weil wenn die dann sich ein bisschen gedreht haben, dann kannst du auch langsam wieder in Bewegung verfallen. Okay. Ich behalte den Gelehrten Doschek, den Bibliothekar im Auge, sowie Romili und Alexei. Dass da irgendwas im Mannschaftsquartier passiert ist, fällt mir wahrscheinlich auf, aber darum kümmere ich mich derweil erstmal nicht. Also das sind keine Emotionen, also gar keine. Achso, okay. Sind fast wie tot, aber also sie flackern nicht, sie sind unsichtbar oder so. Du spürst einfach nur deine Emotionen oder sowas. Dass dann Lebenskraft ist, also ja, alles wie immer. Also wenn ich den verarztet habe, dann würde ich auch mal anfangen, mit einem Tuch vorm Mund und möglichst kurzem Aufenthalt in diesem Raum die Leute dort rauszuziehen. Rausziehen auf den Gang? Ja, weil, also wenn die da in diesen Dämpfen irgendwie einer nach dem anderen wegsterben, das ist dann doch nicht meine Art. Also die da einfach wegsterben zu lassen. Egal, ob sie mich angreifen wollten oder nicht, ich nehme sie mit und leg sie dann dorthin. Ja, würfel mal eine Konstitution. Jo. Was tut Romini in der Zeit? Hat sich erstmal anguckt, wie Fiona da deinen Wartberg verarztet, den kennst du ja nun auch schon seit, ich sag mal, 3, 4, 5 Tagen, je nachdem, wie lange man da am Hafen sich die Mannschaft angeguckt hat.
War ein sympathischer Kerl, vielleicht ein bisschen rauflustig und vielleicht ein bisschen schnell aggressiv, aber ansonsten ganz lieber Kerl. Als verarztet. Ja, du wirst natürlich auch angewiesen, ob du mir helfen kannst. Also nach dem Motto, mach dich mal nützlich, hilf mir mal hier die Typen auszutragen. Raustragen? Ja. Schlechte Idee, mein Rücken meldet sich wahrscheinlich immer noch. Nee, aber ich würde gucken. Was ist denn mit deinem Rücken? Weil die Herrschaften denn überhaupt noch lebend sind und versuchen, die aufzuwecken. Ich hab dich halt Ethik gefragt, also was ist denn mit deinem Rücken? Also. Ich hab vorhin versucht, Wartberg hochzuschleppen. Und du willst mir jetzt sagen, von dem bisschen Schleppen schaffst du es nicht, doch jemand anderen zu tragen. Was kannst du denn? Ich bin Falknerin. Bei einem, na und? Was recht ist. Ein Falke hat ein deutlich geringeres Gewicht. Du wirst es bestimmt schaffen. Nur komm, mach dich nützlich. Romli seufzt und folgt. Ja. Man will ja keinen Streit anfangen. Möchtest du auch von mir die Konstitution haben? Ja, wenn du da reingehst, bitte. Und du darfst mir auch gerne mal... Ja, sieht doch gut aus. Heilkunde, Krankheit oder sowas, hast du das? Kann nur Seele... Doch, Krankheit habe ich auch. Ja, dann mach einfach. Den geht's gar nicht gut, da muss ein Heiler ran. Du hattest noch keinen Schicksalspunkt benutzt, ne? Dann ist jetzt die Frage an dich, ob du die 18 neu werfen möchtest. Erstmal eine generelle Frage dazu. Wie ja. Das mit den Schicksalspunkten hier, wie viele hat man, wie regenerieren die? Einen pro Abend. Und du kannst entweder die ganze Probe oder nur einen Würfel neu werfen. Also ich guck gerade auf die Uhr, so viele Gelegenheiten wirst du glaube ich nicht bekommen, ist umsonst, also ich würde dann dir... Dann würde ich Charisma definitiv neu versuchen. Genau, das ist jetzt die Überlegung, die ich da jetzt hätte. Also einfach 1W20 mal reinziehen und damit ist das geklappt. Ja, die sind definitiv krank und wenn die hier weiter rumliegen, wach werden, könnte sich das auch eventuell verbreiten. Also da sollte man vielleicht nochmal sich überlegen, ob die, wie man dieses Station. Mannschaftsquartier auch säubert. Erstmal die Leute rausholen, damit sie überhaupt überleben. Sagst du mir jetzt, dass sie krank sind? Weil ich habe eine Spezialisierung bei Heilkunde Krankheiten auf, also wie man die am besten wieder gesund kriegt. Ja, beim gemeinsamen Rausschleppen des Nächsten. Wir sollten die möglichst schnell isoliert irgendwo unterbringen und die ganze Scheiße hier reinigen. Wieso? Also, abgesehen davon, dass sie stinken. Sind sie krank? Gesehen? Die sind krank, was haben sie? Was genau kann ich nicht erkennen. Ich kenne mich leider nur mit den Krankheiten bei Tieren aus. Aber das ist... Nein. Darf ich nochmal... Auch meine Würfel forcieren? Ja klar, wenn sie es jetzt so angesagt hat, da kannst du nochmal extra drauf gucken. Oh. Ja, das ist auf alle Fälle ein Atemgift oder sowas, was sie eingeatmet haben. Das macht definitiv krank. Gerade dadurch, dass sie sehr lange da drin waren und ansteckend.